Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza. Wir sind da stehen geblieben, diesmal alleine. Und ich würde mal sagen, lass uns nicht lange quatschen, wir fangen direkt an. Über unseren jungen Hugo-Theron? Senior Nicholas ist weiterhin auf der Suche. Gibt es nur einen, der uns helfen kann, das Buch zu finden? Der Sohn eines Schmieds. Du hast diese Tür mit deinem Vater gebaut. Jetzt wirst du sie öffnen. Der Zweck dieser Tür ist doch gerade Abschaum, wie euch fernzuhalten. Ich bin Großinquisitor Vitalis Benevent. Du hast keine Ahnung, was ich erleiden musste. Sieh, was ich ertrage. Für dich! Das Episongus. Wie heißt du, Junge? Roderick. Roderick soll nicht sein Leben aushauchen, bevor diese Tür geöffnet ist. Begeht nicht denselben Fehler wie bei seinem Vater. Schafft ihn fort! So. Schnell, ich darf sie nicht verlieren. Wir treffen jetzt Rodriguez. Davon redet, deinen Nächsten zu retten. Roderick, sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Sein Blut wird schwächer. Wie lange kann das Episanguis den Biss in Schach halten? Solange wie es ihm sein Glaube erlaubt. Moment, vielleicht bringe ich die um. Alles in Ordnung? Wer ist da? Glaub, da hättest du dich also versteckt. Ja, so einfach geht das. Gibt's da was, irgendwas, was ich brauchen kann? Jawohl, Werkzeuge. Endlich, das wird nützlich sein. Er hat also die Tür gebaut. Ja, und er wird sie öffnen. Mit dem Buch und dem kleinen Deron kann Vitalis die Verschwörung abschließen. Dann werden wir von der Pest erlöst sein. Ad Ignem. Ad Lucem. Ah, schön gesagt. Bewegung. Jetzt hör mir mal gut zu. Mein Freund und ich haben viel Zeit damit verbracht, die Ketzer im Kerker der Bastion zum Reden zu bringen. Jetzt tust du noch so stark, aber glaub mir, wenn wir nur tief genug schneiden, dann winselst du genau wie alle anderen auch. Ich kann's kaum erwarten. Wir wollen's mal sehen. So, jetzt. Der ist auch tot. Oh, wie seltsam.
erinnert sie dich an deinen Vater? Kein Wort über meinen Vater. Oh, wirklich? So läuft das Spielchen also. An die Arbeit! Ihr habt den Boden ruiniert. Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Die Laterne, oder? Ja. Der Kronleuchter, meinte ich. Hey, du bist ja voll stark. Keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter! Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter! Ich halte sie auf! Eins. Zwei. Drängen, aber sie kommen! Und anscheinend ist ein Feuer ausgebrochen! Ich hab es fast. Drei. Komm schon. Ich hab's. Los, schnell. Sie haben Alarm geschlagen. Wir kommen hier nicht weg. Komm weg, 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 weg. Hey, weißt du, wo wir hin müssen? Nicht nachdenken. Lauf. Eine Sackgasse und wir sind erledigt. Wir müssen uns verstecken. Nein, wir müssen sie irgendwie aufhalten. Komm, 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 mach dir zu. Wird das reichen? Ich hoffe es mal. Es muss. Also gut, wir sind im Keller. Schon mal ein Anfang. Rodrik, ich brauche das Buch. Was ist an diesem verdammten Buch so besonders? Es könnte meinen kleinen Bruder retten, bitte. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nur, dass sie meinen Vater dafür zu Tode gefoltert haben und ich sie dafür töten werde. Sie haben auch meine Eltern umgebracht. Vielleicht kommen wir hier gemeinsam raus. In Ordnung. Was ist mit dem Buch? Wart's nur ab. Davon gibt es hier massenweise. Oh, wow. Noch eine Bibliothek. Unter der Bibliothek? Verbotene Bücher. Darum haben wir die Tür gebaut. Dann muss das Sanguinis Itinerar hier sein. Ich weiß nur, dass es einen roten Einband hat. Zu hoch. Sieh mal, da oben. Rosen. Da ist der Buch. Ich muss da hoch. Igitt, das lasse ich lieber, wo es ist. Kann ich das erstellen? Nein, kann ich noch nicht. Kann ich das rausziehen? Sie steckt fest. Kannst du mir zur Hand gehen? Ja. Oh. Interessant. Die Regale bilden einen Weg. Das ist unser Weg zum Buch. Kinderspiel. Kannst du bitte mit Hand anlegen? Schon gut, schon gut. Vielleicht habe ich mich zu früh gefreut. Ich muss das Gegengewicht bilden. Ich warte hier drüben. Sag mir, welchen Hebel ich ziehen soll. Also gut. Diesen hier. Jetzt! Ja. Du hast doch gesagt, du würdest das Gegengewicht bilden. Hab ich doch. Es hat nachgegeben. Na gut. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Ich schieb es mal... sicherheitsweise irgendwo anders. Oh, na super. Dummheit.
Dummheit tut weh. Ja, schieb, 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 voll langsam. Perfekt. Ein kleines Rätsel ist das. Nein! Ich heiße Amicia. Und du bist Rodrik, oder? Du weißt eine ganze Menge, Amicia. Ah, oh. Wer hat die Tür bei euch in Auftrag gegeben? Mönche oder sowas. Sie redeten nicht viel. Mein Vater hat sie konstruiert. Er war der Meister. Komm, hau ruck. Ich war bloß der Lehrling. Aha, Mönche, die das Sanguinis Itinera bewachen. So, das ja schieben. Komm schon, beweg dich! Hey, tu dir nicht weh. Soll ich... Nein, mein Bruder. Ich bin es ihm schuldig. Ja, das bist du. Als ich nicht für ihn da war. Ja, aber mit einem gebrochenen Arm wirst du das Buch wohl kaum zurückbringen können. Da, man sieht es doch hier, die komische Streifen da am Boden. Da muss das hingehen, da muss das hinkommen. Okay, Moment mal. Rodrik? Hört sich gut an. Na, wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Also gut, bringen wir es hinter uns. Warte. Sofort. Rodrik? Ist recht. Den anderen. Nein, jetzt. Rodrik? Ja. Oder doch nicht, lass los. Lass es einfach. Sofort. Ich konnte ja rüberklettern. Gut so, fast geschafft. Gehen wir. Wir sind schon zu lange hier. Ich hab's. Ich kann's einfach nicht glauben. Glaub es lieber und beeil dich. Sie kommen jeden Augenblick zurück. Ich kenne dich, Amicia Drun. Wir beobachten deine Familie schon seit einiger Zeit und warten, dass die Makula im Blut deines Bruders erwacht. Man könnte sagen, ich habe dich aufwachsen sehen. Nein, wir haben keine Chance. Kleine Närrin, was willst du denn mit dem Buch erreichen? Mein Bruder retten! Mit deinem Bruder und dem Buch kann ich die Welt retten. Das ist genug. Ja. Schnell, hier entlang! Wachen! Ihr könnt fliehen, doch eurem Blut entkommt ihr nicht. Ihr scheint euch gut zu kennen. Er hat mein Leben zerstört. Ich weiß, wie das ist. Und da ist eh nichts. Bereit? Das wird die Hölle. Schnell aus und wie ich bereit bin. Lass uns die anderen suchen. Wo zum Teufel sind sie? Wir haben sie ganz schön aufgescheucht. Ruhe, ich darf nicht riskieren, das Buch zu verlieren. Das ist zu. Schwere Rüstung. Wir sitzen fest. Er sieht in die andere Richtung. Ich erledige ihn. Bist du sicher? Mit Vergnügen. Auf dein Zeichen. Rodrik, du bist dran.
Das ist für meinen Vater. Bist du stark, ey. Genickbruch, ey. Machst du das oft? Nein. Bravo. Ey, fantastisch. Ey, fantastisch. Gut, das reicht. Ich gehe. Du bleibst hier. Ich sehe nach, wie sie vorankommen. Sag mir, was zum Teufel da los ist. Er ist allein. Er wird mich kommen sehen. Ich könnte ihn ablenken. Hallo? Dieses Geräusch. Was war das? Jetzt, Rodriguez. Für dich. Du wirst bezahlen. Gute Arbeit. Ich habe mich wohl etwas gehen lassen. Kann ich was erstellen? Nein, wie immer noch nichts. So. Lukas, er sieht manchmal schlecht. Vielleicht können die hier helfen. Ich hasse es, hier rumzustehen und zwei zu tun. Jeder übernimmt einen, in Ordnung. Okay. Ich nehme den mit dem Helm. Okay. Erledige ihn. Mr. Lady. Perfekt. Gut gemacht. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Gutes Teamwork, aber das glaube ich dir ja. Das glaube ich dir, Rodriguez. Oh, bitte sag, dass sie nach draußen führt. Sie führt nach draußen. Frische Luft. Ich rieche. Feuer. Oh, Scheiße. Meine Güte. Feuer. Haben wir... Das Feuer brennt nicht aus. Ist der Großendgesichter noch da drin? Woher soll ich das wissen? Geh und sieh nach und gib den Befehl zur Evakuierung. Das ist gut. Wir sollten das ausnutzen. Verdammte Ratten. Das hat mir gerade noch gefehlt. Die Ratten. Der Schild. Wir kommen nicht an ihn ran, Rodrik. Warte. Bei der Befragung der Bastion habe ich gesehen, wie der Alchemist ein Zeug hergestellt hat. Dass sie Extinguis nennen. Das löscht die Flammen. Ich wollte es für später aufheben, aber. Danke dir. Auf das Feuer zielen. Das Feuer. Es hat funktioniert. Das ändert alles. Vor allem für sie. Die ganzen Bücher werden verbrennen. Es ist nicht deine Schuld. Denk an dein Buch. Ja. Oh. Was war das? Es war das. Geh doch mal weg. Da ist was. Oh, geil. Kann ich was herstellen? Oh, Bänder, genau. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Okay, gar nichts mehr. Okay, wo lang geht das jetzt? Wir müssen direkt aufs Feuer zugehen. Das ist der einzige Weg. Okay, bitte Ratten, fress mich nicht auf. Ach,
Oh nein. Wir müssen direkt aufs Feuer zugehen. Das ist der einzige Weg. Mhm. Ach Gott, Gott sei Dank, ey. Nein, ich mache was anderes. Das Geräusch, das kam doch von da drüben. Bye bye. So, einmal dann so hier. Das Geräusch. Das kam von da drüben, oder? Die Wache. Lass ich mir nicht. Er gehört dir. Bravo, Rodriguez. Der steht nicht wieder auf. Glaub mir. Wirklich da rein? Ja. Ah, es ist jetzt schon so heiß. Das ist die Hölle. Komm. Durch das Feuer. Was? Oh nein. Was sollen wir tun? Ja, geschickt ja recht. Mir nach und pass auf dein Buch auf. Kümmere dich nicht um sie. Oh Gott. So. Hilfe! Oh, Hilfe! Mach auf! Schon, komm schon! Komm, komm! Bravo. Wir sind fast da. Scheiße, nach links. Komm, hier lang. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Ich weiß nicht, was für eine Zahl das ist, aber ich schätze mal 11 am Leben. Kapitel 11 am Leben, glaube ich mindestens. Und wir haben es geschafft. Da ist Hugo und Lukas. Da, sie ist zurück. Amicia! Ihr wart erfolgreich. Hier, aber Vorsicht. Riecht etwas angesenkt. Wer ist das? Rodrik, aber psst. Das Sanguinis Itinera. Was steht in dem Buch?
das? Die Geschichte eines kleinen Jungen, dem es bald viel besser geht. Genau, ich bin am Verhungern. Wer noch? Ich! Kommt, essen wir. Das haben wir uns verdient. Du auch. Komme. Drei Wochen später in Frankreich, in Château d'Ambrage. Dezember 1348. Nein, nein, nein! Verflucht! Das ist gar nicht gut. Hey, ist alles in Ordnung? Es ist nichts. Aber diese Tür, hast du die schon mal geöffnet? Sie klemmt. In diesem Teil des Chateaus waren wir noch nicht. Willst du sehen, was dahinter ist? Nun, Hugo, ja, lass uns nachsehen. Wenigstens nicht. Weiß ich, wie das geht. Na also. Das war wirkungsvoll. Und hat kaum wehgetan. Komm, wir gehen. Warte, spürst du das auch? Nein, was? Dieser Ort wurde seit langem nicht mehr betreten. Hier liegt etwas in der Luft. Ja, Staub. Nein, es sind die Steine. Als würde man ein Gespräch unterbrechen. Ah. Ich spüre das hier zum ersten Mal. Hm, das sieht gefährlich aus. Das sollten wir fürs Erste lassen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Wollen wir weitergehen? Ja, bitte. Na klar. Schauen wir mal, wo sie uns hinführt. Oh, der Innenhof. Eine Abkürzung. Was ist denn da? Das hätte ich beinahe vergessen. Das habe ich vorhin beim Aufräumen gefunden. Sieh dir das an. Noch eine Geschichte über Steine? Ja, da ist es wohl gesperrt. Ach, da waren wir schon. Da, das Loch, wo die Rattenhorde sich aufgesammelt haben. Wie ein Pool. Amicia, sieh dir das mal an. Das wird dir gefallen. Ich komme. Was ist denn da? Ein Fresko. Es kommt mir seltsam bekannt vor. Das sind die gleichen Zeichen wie auf den Säulen. Das Chateau will uns doch etwas mitteilen. Und was teilt es dir mit? Ich verstehe zwar nicht alles, aber ich denke, dass wir hier bleiben können. Amicia, komm schnell! Es geht um Hugo! Oh nein, ich komme! Brauchst du mich? Nein. Ich rufe dich. Komm schon! Schnell! Ich bin hier, Lukas! Schnell! Hugo, bitte! Oh! Hugo ist krank. Es wird immer schlimmer. Die Makula breitet sich zu schnell aus. Ich weiß, Amicia. Ich tue mein Bestes. Ich befolge schon die Anweisungen des Buches. Aber es wird zu lange dauern. Ich brauche ein richtiges Labor. Wie das von Laurentius? Nein, nein. Ich brauche bessere Ausrüstung. Vielleicht meine Mutter in unserem Haus. Vielleicht hat sie dort die nötigen Dinge. Du hast recht. Wir sollten es versuchen. Ich glaube, die Zwillinge sind zurück. Melly, du hast ihn gefunden. Mehr tot als lebendig. Aber ja. Amicia, wir sind gekommen, weil... Ja. Arthur, sag du es ihr. Nach unserem kleinen Abenteuer mit euren ketzerverbrennenden Freunden landete ich in einer Zelle der Inquisition. Eines Tages sah ich die Wachen eine Gefangene begleiten, die sehr schlecht aussah. Diese
Bastarde wollten wissen, wo ihr Sohn war. Also drohten sie ihr. Und ich hörte ihren Namen. Beatrice Deroux. Mutter lebt? Mutter lebt? Sie lebt. Und du hast Arthur befreien können. Das war nicht leicht. Glaub mir. Du könntest... Was? Vergiss es. Ich bin ein Niemand. Aber sie... Sie ist zu wichtig für den Großinquisitor. Er... befragt sie. Ständig. Sie... foltern sie? Oh, Uge wird sich freuen. Nichts erfahren. Wieso nicht? Dass sie lebt? Es könnte ihm helfen. Und was sagen wir, wenn er sie sehen möchte? Ihr sagt ihm nichts. In Ordnung? Das ist eine schlechte Entscheidung. Oh nein! Hugo! Hugo! Die nächste Schwelle steht bevor. Wir müssen sofort los. Heim zu mir. Jetzt! Ihr geht. Wir bleiben bei ihm. Alles wird gut, kleiner Bruder. Versprochen. Dieses Mal heilen wir dich. Gut. Ich hole das Sanguinis Itinera und ein paar Tränke. Und dann gehen wir. Kapitel 11. Alles, was bleibt. Ja, der Ladezeit ist echt zu lang. Aber ich find's aber voll scheiße, was man mich da macht. Dass Ugo nichts gesagt wird. Voll scheiße. Wenigstens das. Hallo, deine Mutter ist am Leben. Es gibt ihnen Hoffnung und Stärke. Aber... Amicia, ich weiß nicht. Ist alles in Ordnung? Ja. Es ist nur seltsam, zurück zu sein. Gehen wir. Trotzdem. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zurückkommen würde. Zumindest nicht so bald. Wir finden die Tränke und verschwinden. Vielleicht sind wir vor Sonnenaufgang wieder zu Hause. Das wäre mir recht. Aber trotzdem finde ich irgendwie bescheuert, aber das kann man jetzt machen. Okay, Leute, ich mach jetzt hier einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, dann ein Abo wird das mich richtig sehr freuen. Und ein Like sowieso. Ihr könnt mich auch gerne disliken, nein, Spaß. Ihr müsst nicht, aber das ist eure Entscheidung. Ich zwing keinen. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann wisst ihr Bescheid, was ihr machen müsst. Und da sage ich mal au revoir, tschüss, bis dann. Euer Jin Yakuza.